Dieses Verb hat verschiedene Bedeutungen, wie zum Beispiel erfreuen, ergötzen oder gütlich tun. Es kann sowohl verwendet werden, um jemand anderen mit einer Sache oder einer Tätigkeit zu erfreuen, als auch um sich selbst an etwas zu delektieren. Der Begriff wird oft synonym zur deutschen Entsprechung erfreuen verwendet. Die Wortwurzel des Begriffs liegt im Lateinischen, genauer gesagt im Verb delectare. Dieses hat eine ähnliche Bedeutung wie das deutsche Wort erfreuen und wird auch im Sinne von unterhalten oder Vergnügen verwendet. In der lateinischen Sprache hat das Verb eine lange Tradition und wurde beispielsweise in der Rhetorik und der Dichtkunst eingesetzt, um die Zuhörer oder Leser zu erfreuen und zu begeistern. Auch in der Philosophie der Antike und des Mittelalters spielte das Konzept der Delektation eine wichtige Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit der Frage nach dem guten Leben und der Suche nach dem Glück. Das Verb lautet delektieren, sich gütlich tun. Delektieren. Delektieren.